Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und bevor ich überhaupt irgendetwas sage, sage ich erstmal: Juhu, der Cookie ist wieder dabei. Grüß dich. Juhu, servus. Ja, ich wurde nämlich auch schon, ich weiß gar nicht wann das war, schon eine Weile her. Ich glaube, bei der letzten Koop-Aufnahme wurde ich nämlich gefragt, warum du nie dabei bist. Und dann habe ich gesagt, ja, weil wir mega den YouTube-Beef haben, ja, weil das ja jetzt im Trend ist und so. Aber irgendwie kam das nicht so in die Trends und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt lassen wir es, ist halt wieder dabei. Und ja, genau. Ich wollte eigentlich boykottieren, ich wollte nicht mehr mitmachen, weil, ja, bringt nichts, aber... Hat sich nicht so gelohnt, ne? Hat keiner so mitgekriegt. Nee, hat keiner so mitgekriegt. Spaß beiseite, es ist meistens so, dass wir donnerstagabends aufnehmen, da kann Googie nicht. Und jetzt ausnahmsweise, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen mit der gestrigen Singleplayer-Folge, haben wir jetzt ausnahmsweise am Freitagabend aufgenommen, da hat es jetzt einfach irgendwie gepasst. So, jetzt aber, was machen wir eigentlich? Wir machen Cops vs. Racers und das jetzt diesmal zum ersten Mal in der Highway Patrol Edition. Deswegen haben wir auch schon so eine schnieke Corvette hier stehen, ja, und hier drüben auch. Und ja, wir sind aber nicht die einzigen Cops. Wir haben noch Unterstützung und zwar in Form eines Charger Hellcats, beziehungsweise ganze vier davon. Ja, wir sind 6 Polizisten heute und ich blende auch mal kurz die ganzen Mitspieler ein. Wir haben heute mit dabei den Andi, den Hobbylos. Bist du Hobbylos? So ein bisschen, ja. Ah, okay, gut. Dann, Googie habe ich schon vorgestellt, der Mr. Pot ist dabei, der hoffentlich heute nicht auf dem Pot spielt, der Murmel, die Murmel, das Murmel, den Chucky und der YOLO-Tim. Grüßt euch alle. Moin, moin. Guten Tag. 12. Moin. Oh, was geht im Verkehr? Der leckt hier. So, und zwar, ja, kurz zu der Regelerklärung. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das am besten machen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir die Highway Patrol Edition von Cops vs. Racer ein bisschen anders machen, wie das, was wir bis jetzt gesehen haben. Also das, was wir jetzt bei Surfers Paradise gesehen haben oder was wir bei Storm Island gesehen haben. Und zwar soll sich das Ganze ja auf dem Highway oder auf der Autobahn oder wie auch immer das in Australien heißt. Also Autobahn wird es nicht heißen, aber Speedway, Highway, keine Ahnung. Wobei Highway kann es eigentlich nicht sein, weil es ist ja eigentlich kein Hochweg. So, egal. Egal. Ich versuche jetzt hier zurückzugehen. Ja, wunderbar. Und zwar wird sich das alles hier abspielen, auf diesem Highway. Und das Ziel ist es, wir treten immer in Zweier, also im Pärchen an. Das heißt, wir sind 8 Leute, sprich 4 Teams. Und das erste Pärchen ist der Andi und der Chucky. Die fahren mit einem Aston Martin 177 und einem Ferrari 599 GTO, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und die fahren quasi, oder denen ihr Ziel ist es, einmal die Autobahn hochzufahren, beim Kreisverkehr zu wenden und wieder zurückzufahren. Und wenn sie das schaffen, also jeder Fahrer, der das schafft, kriegt einen Punkt sozusagen. Und also das heißt, das Team kann maximal 2 Punkte einkassieren. Nachdem gibt es einen kurzen Cut für euch. Die 2 nächsten Fahrer kommen dran. Und die Polizei, also in diesem Cut, wird sich die Polizei beraten, wie sie sich aufstellen. Wichtiger Hinweis ist schon mal, die Raser wissen nicht, wo die Polizei steht. Die haben die Minimap aus und gucken auch nicht auf die Karte im Vorfeld. Also das wäre halt sonst unfair. Also ihr seht jetzt bei mir auf der Karte natürlich halt schon, wo unsere Kollegen stehen mit ihren Chargern. Und ist auch wichtig, die haben den Schaden an, also die Raser. Und eben halt die Minimap aus, wie schon gerade eben gesagt. Und ja, es gilt dann als nicht geschafft, wenn man halt einen erheblichen Schaden erleidet. Also so ein bisschen RAM und so ist jetzt nicht gleich Ausfall, sondern wenn man halt wirklich irgendwo reincrasht und der Schaden halt dann schon mal so an die 50-60% geht, sage ich jetzt einfach mal, dann ist halt fertig. Also wenn man halt merkt, okay, das Auto hat richtig einen abbekommen. Genau. Und das heißt, schnelle Runden, viel Action versprechen wir uns dadurch. Und ich hoffe mal, es kommt bei euch gut an. Und wir gucken jetzt einfach auch mal, wie es läuft. Wir haben es mehr oder weniger geprobt, ganz schwach. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ah ja, ein weiterer Hinweis noch. Die Corvette-Fahrer, wir dürfen maximal, also das Polizeiteam, sind 6 Leute. Die dürfen sich eben aus Corvettes und Charger zusammensetzen. Die Charger dürfen nur Straßensperren machen, während die Corvettes verfolgen dürfen. Allerdings dürfen die Corvettes erst ab der zweiten Hälfte, also sobald quasi eine Fahrt auf der Autobahn schon absolviert wurde, werden die Corvettes quasi als Verstärkung eingeschaltet. Das werdet ihr jetzt bei Googie und bei mir sehen in der ersten Runde. Wir werden nachher aber auch bestimmt noch Charger mal sein, dass ihr das auch gesehen habt. Und wir dürfen erst ab, sobald die beim Kreisverkehr sind, dürfen wir für die Verfolgung starten. Und was gibt's noch zu sagen? Ah, genau. Jedes Polizeiteam darf maximal nur 2 Corvettes haben. Ja. Das heißt, sie können auch nur Charger machen, wenn sie das wollen. Das ist denen komplett selbst überlassen. Gut, ich würde sagen, von meiner Seite wäre es, gibt's von euch noch irgendwie eine Frage, bevor wir starten?
Nee, anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, Andi und Chagi können sagen, wenn es losgeht, weil ab dann darf die Straßensperre auf die Straße rollen. Ah, oh, wir fahren. Okay. So, Gucki und ich essen jetzt erstmal ein bisschen Donuts und trinken Käffchen, wie man das so macht als Cop. Ach ja, des Weiteren noch die Designs hat uns Rosberg F1 wieder zur Verfügung gestellt. Das sind die bekannten Designs, die wir auch schon auf dem Crown Victoria hatten. Also sehr geil und sehr nice. Dankeschön dafür. Halt mal mehr Abstand. Jo, danke. Gott, sieht schon wieder auf dem Highway aus. Der Regen hilft jetzt nicht wirklich, oder? Der Verkehrsstau. Naja, uns nicht. Wey, ich habe das Gefühl, wir werden durch Verkehrsstau auffliegen. Da vorne bremst wird. Ich guck mal so lange auf der Minimap. Schön ein bisschen Blockparty gucken. Beides sind schon vorbei bei uns übrigens. Ja. Ja, dann würde ich sagen, stellt euch mal auf die andere Seite auf. Aber wie war das nochmal, wenn wir da vorbeikommen, sind wir die Ultra-Ninjas? Ach, wieder. Ihr wisst nicht, was danach kommt. Ja! Ah, scheiße. Leute, Mr. Aber Pops, ihr wisst auch, was wir geplant haben. Leute, neu formierten. Nagelbänder abwerfen. Ne, falsches Spiel im Moment. Jetzt gucke ich, jetzt müssen wir gleich ein Action drehen, glaube ich. Und, aber momentan Speed? Sind die auf 2-Punkte-Kurs. Das kann nicht sein, ja. Das müssen wir verhindern. Ui. Achtung, Gugi, bremsen. Nicht Gugi. Mach das Ding nicht. Also nochmal schnell wieder einen Donut einwerfen, bevor die kommen. Ja. Ja, Mann. Aber einen mit richtig viel Zuckerguss. Ja. So, schon wieder wie bei den Sinnen. Oh, da kommt was. Da sind sie nicht um die Kurve, weil Lichter fahren. Ganz schnell. Leute, ja, das sieht man irgendwie. Der Vorteil ist halt, beim ersten Mal hinfahren kann man relativ gechillt fahren als Raser, aber so in der zweiten Hälfte könnte es schwierig werden, weil dann haben wir halt eine Corvette. Versuch gerade. Ja, okay. Sonst von mir aus. Also ich verfolge Andi und Chucky. Die Straße ist voll. Ach du Scheiße. Und Andi macht was. Was? Noch vor der Aufnahme besprochen. Okay, der Bart da vorne hat keine Felgen mehr. So, ich muss erstmal hier nachkommen. Ja, passt schon. Wir dürfen erst. BMW oder was? Das ist auch nicht. Rammen, sobald die um diese Kurve sind. Deswegen habe ich jetzt Andi noch nicht gerammt, weil sonst ist es unfair, weil die müssen ja bremsen und wir könnten. Okay, Wave, wir haben was rausgefunden. Das Spiel kommt mit 4 KI auf einem Posten. Oh, fuck. Ich habe den Namen mitgenommen. Ja, pass mal auf. Ich nehm Chuggy. Weil der fährt nämlich jetzt gerade weg. Nimm du dann Andi, weil der ist, glaube ich, schon ein bisschen kaputt. Nur ein bisschen. Fast nicht bemerkbar. Okay, ich schau, dass ich wieder rankomme. Fuck! Was war das denn bitte? Ich hab gebremst, damit ich dich richtig treff, aber so hat es nicht geklappt. Die denn Lichter, was sind die nicht? Ja. Da. Andere Seite. Kommt wieder Lichter. Ey, das gibt's nicht, ich krieg dich nicht rübergedrückt. Da gerade einer auf. Ja, schieb mich nicht weiter an, bin ich dankbar für. Ja. Leute. Fuck. Hätte doch zur anderen Seite wieder aufbauen sollen. Ja. Warum fahren die da rechts ran? Rechts lang. Also Chucky kriege ich nicht. Der war zu stark auf der Hinterachse. Durfte ihr Spuren wechseln? Auflösung gibt's gleich. Gott, wie es bei uns schon ausschaut mit der KI. Also ich kann auflösen. Geh vorbei. Oh fuck. Shit. Alter, Gucki, jetzt geh doch mal. Oh, scheiße. Hat nicht geklappt, oder? Schade, erste Runde, 2 Punkte, würde ich sagen. Andi hat die KI frontal mitgenommen. Echt? Okay, ich komme nochmal, vielleicht reicht's noch. Ich glaube nicht, dass es doch noch reicht. Nein! Ah, ich habe gehofft, er nimmt den Pfeiler nochmal mit.
Also okay, ich war sehr dankbar. Polizei, dein Freund und Helfer, schiebt einen sogar an, wenn man einen Motorschaden hatte. Das auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, ich konnte nicht vorbei, weil ich nicht schneller war und ja. Alter, mit dir habe ich ja richtig Katz und Maus gespielt. Extrem, also so. Wo ich mal vorne war, das war echt kniffelig. Trotz 30% sind die auf anderen Straßenseite gefahren. Fahr doch. Und zwar ist es erlaubt, das habe ich jetzt extra den anderen nicht verraten, ist es erlaubt, die Raser dürfen auch Geisterfahrer machen. Das hat halt den Clou, sie können halt vielleicht der Straßensperre ausgehen, weil eine Straßensperre meistens in Fahrtrichtung aufgestellt wird. Und haben aber das Problem, dass sie halt natürlich Geisterfahrer sind und dann vielleicht in den Gegenverkehr geraten. Der Punkt ist aber der, die Raser müssen beide diese Spur fahren. Also das heißt nicht, der eine Raser fährt legal und der andere illegal sozusagen auf der, also fahrtrichtungstechnisch, sondern da müssen beide das durchziehen. Sie dürfen aber entscheiden, ob sie den Hinweg oder den Rückweg als Geisterfahrer machen, können aber auch beide Wege als Geisterfahrer machen. Das ist denen komplett überlassen. So. Genau. Des Weiteren ist es so, wir als Polizisten oder als Korvettfahrer haben wir natürlich die Möglichkeit, unserer Straßensperrkollegen zu sagen, hey, die wechseln auf die Gegenfahrbahn. Das habe ich jetzt halt mal nicht gemacht, weil diesen Überraschungseffekt mal unseren Kollegen jetzt lassen sollte. Natürlich blöd für uns selber, weil wir jetzt den beiden vielleicht einen Punkt dadurch geschenkt haben, aber ist egal. Ist ich ja war ja selbst überrascht, dass ihr da. Ja, das wusste jetzt nur ich, das wusste nur ich, Andi und Chucky, dass das möglich ist, aber ich wollte es jetzt einfach mal als Überraschungseffekt einfach mal anstreuen. Dass sie es jetzt gleich umsetzen, wusste ich ja nicht. Ich habe es ihnen nur zur Verfügung gestellt. So. Gut, ich würde sagen, zweite Runde macht mal Gugi und ich als Raser, dass wir das einfach auch mal gezeigt haben. Und ich würde sagen eben, wir machen jetzt einen kurzen Cut, weil die Polizei muss sich natürlich jetzt neu formieren, neu besprechen, wie sie sich aufstellen möchten. Und ja, ich würde sagen, bis gleich mit Team, was haben wir, Ferrari, gell? Oder was? Genau. Ja, wir sind ich Team Ferrari. So bis gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück und Team Ferrari, zusammengesetzt von Gugi und mir an Hommage an das F1 2015 Ferrari-Team. ja, ein schönes italienisches Scheißwetter mitgebracht. Und ja, die Polizei hat eine neue Strategie. Wir wissen nicht, wo sie stehen. Ja, keine Ahnung, was sie sich jetzt ausgedacht haben für einen Trick. Aber Gugi und ich, so viel können wir schon sagen, haben uns selber was ausgedacht, was wir machen werden. Ja, unsere italienischen Tricks ausspielen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen einfach mal los. Oder aufstellen. Oder okay, das italienische vorbei. Wetter meint es aktuell gut und es hört nämlich auf. Ja, das ist auch krass. Ja, kommt so. Jungs, das muss hinhauen. So, wir halten ein bisschen Abstand, ne? Ne, ein bisschen näher ran. Ja. Wurmel, du bist viel zu weit weg. Ich fahre jetzt, glaube ich, einfach hier so ein bisschen, weil die Gefahr bei dem Verkehr ist ja immer, dass der irgendwie noch spawnt oder so. Chucky sofort Input, ja. Deswegen dürfen wir, glaube ich, ja, auch echt nicht zu weit auseinander sein. Gugi, wenn der spawnt, weil wenn ich vorausfahre, könnte sein, dass der dann nach mir spawnt oder sowas. Ja, ich weiß schon. Gegenspur. Gut, rüber, Jungs. Ade, schnell. Oh, shit. Jetzt wird's echt gerade schön. Also irgendwie schon ein bisschen Herzrasen mit dabei, wenn man da so hochfährt. Ja, wobei ich glaube, es waren alle vier jetzt da. Also ich glaube, sie haben keine zweite Straßensperre aufgestellt. Ich habe die nicht mal gesehen. Doch, ich habe sie gesehen. Ich weiß noch nicht, wann jetzt der scheiß Kreisverkehr kommt, aber irgendwann muss noch eine Linkskurve kommen, glaube ich. Alter, ich cruise hier und ich fahre trotzdem über 300 Sachen und es fühlt sich so gecruised an. Ja, ich denke es mir auch gerade so, ja, gechillt hinten nachfahren, schaust auf den Tacho 316, okay. Ja, ich dachte auch gerade so, was ist jetzt los? Ah, die scheiß Lichter, ey, das ist so... Vorsicht! Das ist echt fies. Kommen sie. Ah, da haben sie doch eine zweite. Ah, ich habe ihn erwischt, aber er ist vorbei. Mich hat niemand erwischt. Also mich hat auch niemand erwischt. Er ist vorbeigerutscht. An wem? An mir. Mir hat es den Auspuff abgerissen. So. Also Gugi, du weißt Bescheid, was wir vorhaben. Als ob du noch jo, den Schaden hast. Ah, nur kosmetisch. Komm, fahr den.
Fahrtrichtung. Wir haben jetzt mies die Verkehrlimits. Leute, da muss einer hinter. Das steht so nicht sicher. Nein, so. Easy! Links vorbei, Kugel, wenn du schon vorbei bist. Was halten wir für Flaschen? Wir halten hier gerade auf. Alter, das ist mies. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, du hast ein bisschen mehr zu gerade vorbei, aber ich bin über die Schienen unten. Ah so, okay. Also ich habe zwar die Leitschiene mitgenommen, ich habe jetzt auch ein bisschen ein Ziehen auf der Lenkung, aber ich dürfte glaube ich noch schneller sein als wie die Corvette, also die dürfte normalerweise nicht mehr hinten nachkommen. Andi ist nämlich voll reingedonnert. Weil ich mir halt denke, mein Team fährt dann wenigstens weg, wenn die drin stehen. Ja, die bleiben eisern stehen. Ich nehme mal Drohne und verfolge euch. Ja, Chucky auf. Ja, ich sag dazu jetzt mal nichts. Was denn? Was hat Chucky getan? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ich dachte, das wäre eigentlich erlaubt gewesen. Ist egal, wir reden da offscreen drüber. Macht eh keinen Unterschied jetzt. Komm da eh nicht hinterher. Der Drohne. Also ich hole den Punkt, glaube ich. Ich hole ihn, glaube ich, auch. Easy. Also ich sehe noch keine Corvette hinter mir und ich sehe schon das Riesenrad-Festival. Ja. Bam. Gut, zweite Runde durch. Die Rasa heute gut drauf, aber ich glaube, das wird sich jetzt auch gleich ändern, weil die Polizei überlegt sich ja, wie man sieht, immer weitere, bessere Taktiken. Aber die Rasa vielleicht auch. Also ich würde sagen, nochmal ein Cut. Dritte Runde steht an. Googie und ich wieder zurück bei den Cops. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich sitze jetzt im Charger. Man sieht leider nicht so viel, weil Nacht ist. Das ist natürlich jetzt für unsere Racer ein bisschen schwieriger. Aber ja, so sieht es jetzt einfach aus. Und die sagen einfach, wann es losgeht. Und die Polizei hat ihre eigene Strategie gemacht. Und so. Mal gucken. Dann los. Fahren wir mal los. Leute, ich glaube, die sind losgefahren. Sind die jetzt eigentlich losgefahren? Ich glaube ja. Verdammt, sind die losgefahren? Ich höre die Autos schon aus der Weite. Obwohl, Chucky? Warte mal, das ist komm, Tim da. Komm mal mit hier Hoppala. Rüber. Entschuldigung. Ich habe das so ein Gefühl. Mein Corvette ist heiß. Heiß wie Jagen. Komm ruhig ans Bett. Der Vorteil ist, wenn ihr die Lichter seht, könnt ihr ja auch noch schnell reagieren, ne? Andi und Chucky. Richtig. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass die auf der Spur hier sind, weil es gerade funktioniert hat. Ja gut, die Runde davor hat auch funktioniert. Aber das war auch die erste Runde. Ich merke schon, diese Highway Edition geht sehr, sehr positiv für die Rasse aus. Ja, Chucky ist richtig gegen Fahrbahn. Mhm. Beobachte gerade irgendwie das also Feuerwerk. Versucht dann aber mit das Feuerwerk in Surface Paradise, versucht dann mit einem Auge die Map im Auge zu halten. Also Burwell, du bist ja wohl safe raus, oder? Nö. Also vom Schaden her 20% so. An der Lenkung, mehr nicht. Stell dich ein bisschen versetzt zu Tim, mir. Stell dich anders. Dann können wir ein bisschen vor und zurückfahren. Wir sind im Kreisverkehr fahren. Ja, wow. Moment, das heißt, wenn du den, fies das heißt mit den schwarzen Chargern jetzt. Nee, das fiese ist, dass du den Motor hinten hast. Wir können dir keinen Schaden in den Motor reinhauen mit der Straßensperre. Aber die Lenkung. Wir können ihm das Fahrwerk komplett verhunzen. Er ist gerade voll Kanüle reingefahren. Lass mal die Mitte ein bisschen offen, fahr mal ruhig ein bisschen an Randstein mit dem Hinterrad. Und wenn die durch die Mitte, dann gehen wir einfach Vollgas durch. Ich höre einen Zug. Also Tim, wir machen so, wie ich gesagt habe, okay? Jo. Blöd ist, die Minimap zeigt mir jetzt gerade nicht viel an. Bei mir auch nicht. Ich glaube, du musst sagen, wann die kommen, weil ich sehe es nicht. Ja. Ja, warte. Ja, jetzt glaube ich, oder? Ja. Ja, jetzt gucken. Nein. Egal. Ist auch einer gewesen. Wir müssen hier den Auspuff aufwärmen.
Sehe auch eigentlich dein Auspufffeuer. Fahr ein Stück zurück. Hier tun wir uns leichter. Nein. Ja, ich glaube, kommt. Kommt, komm. Fahr du noch ein Stück zurück. Ey. Oh, da stehen sie. Kommen sie. Okay. Also, ich glaube, ich würde sagen, Murmel ist raus, weil der ist jetzt hier überhaupt nicht vorbeigekommen. Also, ich habe immer noch fast keinen Schaden. Der Motor ist immer noch. Naja, aber du bist ja nicht vorbeigekommen. Ja, Murmel ist bei uns aber auch nicht vorbeigekommen. Wir fahren Gegenfahrbahn. Gegenfahrbahn. Echt jetzt? Murmel kommt nicht, dann verfolge ich mal. Wir stellen hier hin. Komm, komm, komm. Oh, warte, Chucky, wir müssen hier davor. Nee, warte, er kommt, er kommt, er kommt. Nicht verfolgen. Er kommt. Warte. Ich hoffe, Googie hat jetzt mit Gegenfahrbahn auch die richtige Googie, ich glaube, du hast reguläre Fahrbahn, Leute. Irregulär. Nicht Gegenfahrbahn. Oh Mann. Sag ich doch, ist ja die Gegenfahrbahn. Nein, ist es nicht. So rum ist ja dann. Fuck it. Also Gegenfahrbahn, Leute. Ja, ich bin irgendwie von unten gewohnt. Also die reguläre halt, die kommen die reguläre runter. Überleg mir einen auf Need for Speed zu machen. Das passiert ja, beide schon. Warte mal, lass hinstellen, da kommt ja noch einer. Vor allem du bist durchsichtig. Wow. Das ist voll unfair, du wirst immer wieder durchsichtig. Sind jetzt beide schon durch, oder? Ich sehe den Charger nicht, weil die so schön abfahren. Die Charger nicht, weil die alle so schwarz sind. Das war ein bisschen zu weit hinten, leider. Schade. Aber du bist schon wieder durchsichtig, wo ich dir reinfahren wollte. Das hat es gerade aber auch. Also bei mir bist du durchsichtig geworden. Also Chucky, wenn uns einer reinbrettert, sind wir tot. Ja. Ist leider schon gar nicht mehr im Auto. Ich glaube, es hat genau den falschen erwischt, oder? Nee, ich hab Audi als Allrad. Okay. Auch geht's. Also ich glaube, der Hurrikan ist durch. Ja. Der dürfte aber auch Schaden reingedrückt bekommen haben. Ja. Ich versuche gerade Murmel abzudrängen. Ja, Googie, brich ab. Erst mal vorbeikommen, würde ich mal sagen. Oder, kriegst du noch? Ja, es wird eng, es ist fast schon Ziel. Ah, ja, die Scheiße ist der Wichser Allrad. Nee. Das hat, das ist gerade, glaube ich, gerade eine KI Richtung Wand gefahren. Ja, Chucky, du weißt, dass noch einer kommt. Ja, komm schon. Die sind schon durch, ne? Du Piss-Audi. Ich bin durch. Die sind schon durchgefahren, ne? Bäm, er ist eben voll reingefahren, aber ich weiß nicht, ob es ihm so viel Schaden gemacht hat. Darf ich noch mal zurückfahren eigentlich? Ja, mach. Voll dagegen. Aber der ist schon deutlich langsamer jetzt. Ich fahr ja auch mit Standgas. Was kommt mir da entgegen? Oh, fuck! Was kommt mir da entgegen? Oh, Mann. Boogie, du hättest was mich noch mit abgeräumt. Ja, das ist nicht leicht, wenn da zwei Xenon-Dichter auf dich zukommen. Also, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja, aber das ist schon ein Hurrikan. Scheiße. Also ich würde halt schon sagen, wenn jemand bei einer Straßensperre stehen bleibt, dann ist er eigentlich raus, meiner Meinung nach. Ja, das habe ich nämlich auch. Aber normalerweise gedacht. Verhaftet. Hat aber, dann wäre aber Cookie auch nicht durchgekommen bei uns, weil er ist ja auch stehen geblieben. Ja, ich habe zurückgeschoben. Ja. Das ist aber asozial, den Audi abzuschieben, weil der Allrad hat. darf ich mal ganz kurz das Szenario sagen? Wir stehen halt beide so, wie du es uns erklärt hast, Ray. Und Murmel fährt uns mittig rein, also der fährt wirklich zwischen den beiden Spuren. Ich hab auch nichts gesehen. Ja, das ist irrelevant, du bist uns voll reingefahren. Mir vorne, Chucky hinten. Ich hab jetzt mit der Corvette, die mir gerade zweimal drauf ist. Ja, aber wenn er durchkommt, ist ja okay, aber bei uns ist er wirklich bei 0 km/h stehen geblieben. Er ist ja nicht durchgekommen. Er ist nicht durchgekommen, er ist uns voll reingebrettert. Ja, dann ist halt eigentlich Ende. Eigentlich ist er gefangen. Ja, bei mir war es halt so, die Polizisten waren alle vor mir, niemand hinter mir und ich habe den Rückwärtsgang eingelegt und bin wieder zurückgefahren. Habe ich auch so gemacht. Und bin halt dann aber auch bei der Straßensperre komplett vorbei, weil ich halt ausweichen musste. Ja, Murmel, der Unterschied ist, du bist uns reingefahren. Im Normalfall stehen wir dann schon bereit und zeigen dir mit der Knarre aussteigen. Geben dir einen Headshot. Wir haben schon am Straßenrand einen Sniper platziert. Naja, seht schon, wir sind uns da nicht so ganz einig. Ja. Wir könnt diskutieren ihr gerne mal das nochmal nach der Folge. Schreiben, ob man raus ist, wenn man tatsächlich anhalten muss. Oder ob man wirklich kaputt sein muss. Nur das Problem ist einfach, wenn da jemand mit dem Heckmotor oder mit dem Mittelmotor kommt,
dann wird es so ein Ding der Unmöglichkeit sein, den kaputt zu fahren. Der Motor hat ich ja. Nur 10% genau, genauso wie schwer das ist, mit einem Hecktriebler eine Corvette jemanden abzudrängen, der scheiß Allrad hat. Naja, gut. Also meiner Meinung nach ist es halt so, man muss schon, also es ist ja das ähnliche Spiel wie auch bei den normalen Cops vs. Racer Folgen. Man muss ja in Bewegung bleiben. Und wenn man eine gewisse Zeit steht, dann ist man raus. Und Murmel ist meiner Meinung nach mehr als lang genug bei mir und Mr. Pott gestehen geblieben. Also ja, Leute, her, bei mir schaut einfach mal rein und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ganz einfach. Ja, es ist jetzt die erste Ausgabe von dem Ganzen. Ihr könnt gerne auch noch Verbesserungsvorschläge machen. Meiner Meinung nach würde ich schon sagen, dass Murmel es eben nicht geschafft hat. Weil er wirklich, also gerade bei mir und Mr. Pott ist er halt wirklich, ist er ja stehen geblieben. Ich bin schon auch hinten dran, hinter ihn noch dran gefahren, also ihn eigentlich zugestellt kurz. Also von dem her hätte ich das jetzt so gesagt. Ist, wie gesagt, jetzt die erste Ausgabe. Es geht jetzt auch direkt um nichts. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch die letzte Runde oder die nächste Runde. Und dann, genau, dann gucken wir einfach mal, wie die so läuft. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und ja, mit der aufgehenden Sonne beginnt die nächste Polizeischicht. Die Raser sind heute ziemlich schnell unterwegs. Aber einen Durchgang machen wir jetzt noch mit der Konstellation. Und ja, ich sitze erneut in der Corvette, Googie diesmal im Charger. Des Weiteren werden wir noch unterstützt von Andy, Chucky, wer war's noch? Murmel und Hobbylos. Hobbylos. So, Andy und ich in der Corvette. Und ja, die Raser, YOLO und Mr. Pott sagen einfach an, sobald sie bereit sind. Und dann geht's los mit der vierten Runde, mit dem vierten Durchlauf. Was für eine Nummer hast du? Ich geb Gummi. Warte mal, okay, dann 7. haben wir sogar verschiedene. Ja, sieh mal an. Gut abgesprochen. Ja. Sexy, ich hab die 911. Spaß. Ja, warte mal, wir stoppen uns hier noch einen Kollegen, der hilft. Ja, genau. Schieb ich mal Chucky, wir haben auch verschiedene Nummern. Ja, passt doch. Okay, das funktioniert nicht. Also ich schau mal. Seid ihr erst jetzt losgefahren, oder wie? Nö. Spricht eigentlich was dagegen, wenn ich, selbst wenn die jetzt von da kommen, wo meine Schnauze hin zeigt, Fahrtrichtung. Wenn ich dann trotzdem in die Richtung losfahre? Also Standbär, ne? Okay, hat sich eh erledigt. Hier kommt Fahrtrichtung, also. Ja. Ja, hab ich gerade eben gesagt. Müssen sie so oder so, ich so hier vorbeifahren. Weil nur einer ist bis jetzt durch. Ja, die sind ziemlich versetzt losgefahren. Hat man ja mehr oder weniger gehört. Ja, jetzt muss ich in die Innenansicht drehen, weil ich sonst nur Baum sehe. Andi weiß Bescheid. Da kommt der zweite, glaube ich. Ja, da kommt der zweite. Was machst du? Jawohl. Ich hab ihn erwischt. Fahrtrichtung jetzt weiter auch. Ja. Er muss ja. Ja, stimmt. Nee, muss er. Du musst! Alles andere ist doch illegal. Ist doch illegal hier beim Rasen. Auch bei Rasa gibt's Gesetze. Ey, dieser Baum liegt hier über die komplette Straße. Murmel zurück im Busch. Ja, hier ist nur Busch auf der Straße. Da fahren unsere Donauzeug. So. Komm. Corvette ist eigentlich, ist aktuell sehr langweiliger Job eigentlich. Von hier aus sehe ich den auf der Karte aber noch nicht. Doch, da jetzt kommt einer. Okay, der fährt hier. Moment, okay. Wer hat dann das gemacht? Das ist schon mal nicht erlaubt, was du gerade gemacht hast, ja. Wollte ich nochmal so sagen. Sie komplett rumfahren? Ja, einmal im Kreisverkehr musst du rum. Entweder einmal links oder einmal rechts rum. Aber du musst einmal rum. Aber gegen Fahrbahn. Also, nee, Quatsch, in Fahrtrichtung jetzt halt ins Outback rein. Ja, ja, ist Fahrtrichtung. Aber das ist halt, Das ist auch nicht erlaubt. Du darfst nicht auf die andere Fahrspur rüber. Das Team der illegalen Tricks, ich merke schon. Rummel. Ja, wenn es so ist, dann mach ich jetzt auch nicht auf die Legale. Kommt auf der Seite, Bobby, los. Bitte? Kommt nicht auf die Seite. Wir haben doch gesagt, auf der Fahrt ja. Stimmt. Ich bin zurück. Ja. Ich geh gerade den Passant entgegen. Das war jetzt auch geil. Der Passant gibt uns nicht hoch die ganze Zeit. Ich muss Strafzettel schreiben. Sind die schon beide durch, oder? Nee, der andere kommt nochmal. Bestimmt gleich wieder genauso wie gerade. Einfach mal die Spur wechseln komplett.
Also es klingt ja jetzt schon irgendwie fies, aber das war mir fast klar, dass das Team es nicht auf die Reihe bekommt. Ja. Hey, warum links, wer das eben war, der ist auch einfach, der hat Handbremse gezogen und ist umgedreht. Hey. Ja, ich hab jetzt auch einfach mal illegal die Spur gewechselt als Kopf. Oh, oh, da hängt er drin. Ja, das bin ich wohl. Und der hängst du noch? Wo ist er denn? Achso, der hängt da noch. Ich bin zu gut, ja, ich war einfach dran vor meinem. Warte, jetzt ist ja hier eine Lücke drin, den hängt man schon zu. Ey, ich bin doch schon. Aussteigen. Nehmt ihn fest. Du rechnen Fahrzeugpapiere bitte. Du und dem gelben Audi. Die Fahrzeugpapiere gehen nach mir. Ja, das ist er gar nicht. Halt. Also die Fahrzeugpapiere nehme ich Führerschein mit dir gerne. Ich glaube, wir haben eh beide, oder? Das andere Auto ist auch ziemlich damaged, so wie ich das jetzt gehört habe. Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. Bei uns hat einer auch halt eben beim Kreisverkehr die Handbremse gezogen, der zweite. Der ist auch nicht komplett rum. Wie ist der was? Wo ist denn überhaupt der zweite Akteur? Also bei uns sind, glaube ich, alle den Kreisverkehr gefahren. Bei uns ist einer lang gebrettert irgendwie. Wo also die zwei Bullen auf den verschiedenen Also bei Gugi und mir war es so, wir haben halt nicht den, wir sind erst gleich abgebogen und haben dann den Kreisverkehr gefahren und nicht gleich den Kreisverkehr halt. So haben wir es halt gemacht. Ja, jetzt Gugi und ich eben Polizist waren, das waren beim Murmel und Fabio. Aha, da kommen wieder die illegalen Tricks, da gibt es wohl auch eine Nachbesprechung. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle war es das erstmal mit den ersten Durchgängen. Ich würde jetzt aber sagen, aufgrund der Folgen, weil wir haben jetzt hier eine Aufnahme, die über eine Stunde schon geht. Bei euch ist es nicht so lang, weil wir jetzt viel geschnitten haben. Wir machen jetzt aber nochmal ein oder zwei Durchläufe. Ich habe da nämlich jetzt so eine Idee, was man noch vielleicht verbessern könnte. Einfach um euch als Zuschauer schon mal einen Anreiz zu geben. Und dann könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren schon mal ein bisschen Feedback geben, wie ihr das findet. Also wir sind selber jetzt noch nicht so ganz zufrieden, weil aktuell sieht es sehr danach aus, dass die Raser ein bisschen einen großen Vorteil haben. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Wir machen jetzt nochmal einen Durchgang mit veränderten Regeln. Darf ich nochmal kurz was sagen? Und zwar, ich muss nämlich weg, obwohl das jetzt schon 10:30 ist, aber ich muss noch zu meiner Freundin fahren. Drum bin ich jetzt nicht mehr dabei. Okay. Ich bedanke mich aber, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und wünscht den Rest noch, der jetzt bei mir zugesehen hat, schaut bei Ray rein, da könnt ihr noch die restlichen Durchläufe durchschauen. Machen wir so. Also, bis zum nächsten Mal, Gookie. Bis zum nächsten Mal, passt. Ciao, Leute. Ciao. 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 So, finale Runde. Gookie und Mr. Pot haben sich verabschiedet, die mussten weg. Ja, wie gesagt, es ist ja viel Schnitte dabei, weil immer viel Neuaufstellen der Polizei dazwischen ist. Deswegen, das ersparen wir euch natürlich. Des Weiteren ist es, wie ihr gerade gemerkt habt, das erste Mal viel ausprobieren. Deswegen haben wir uns jetzt einfach nochmal überlegt, mal was anderes auszuprobieren, jetzt zum Finale hin. Und vielleicht ist ja das gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt halt natürlich nur einen Raser. Wir haben jetzt aber auch nur eine Corvette genommen. Wir bleiben jetzt aber mal kurz bei den vier Charger. Und die Idee ist jetzt einfach folgende, dass die Corvette, ich zeige es euch einfach mal auf der Karte, und zwar ab hier schon verfolgen darf. Die wird natürlich am Anfang ein bisschen Geschwindigkeitsdefizit haben, wenn der Raser von hinten ankommt. Aber die Corvette kann den Kollegen viel früher schon sagen, ob er auf der Gegenfahrbahn oder auf der richtigen Fahrbahn unterwegs ist. Und vor allem hat halt der Raser auf dem kompletten Hinweg halt schon mal einen gewissen Druck von hinten. Weil das haben wir jetzt, glaube ich, gerade gemerkt bei den Durchgängen, dass beim Hinweg die Raser die Straßensperren mehr oder weniger ausgelacht haben, weil sie ja gewusst haben, okay, ich kann auch mit 50 km/h dran vorbeifahren, das bockt ja nicht, ja. Und erst auf dem Rückweg wurde es ein bisschen hektischer, aber so ist es dann vielleicht ein bisschen besser. Wir probieren es einfach mal aus. Ob es gelingt, wissen wir nicht. Ansonsten, wie gesagt, ihr bildet eure eigene Meinung. Ich glaube, vom Ansatz ist es schon nicht schlecht. Aber wir brauchen noch ein bisschen Feintuning. Aber ihr erinnert euch vielleicht auch zurück an die erste Cops vs. Racer-Folge in Surfer's Paradise. Da hat ja am Anfang auch noch nicht so alles gepasst. Da hat es ja auch ein paar Durchläufe gebraucht. Gut, ich würde sagen, Murmel ist unser Raser. Der sagt einfach an, wann es losgeht. Beziehungsweise er fährt einfach los. Und ich sehe es ja dann, wenn er dann mit erhöhter Geschwindigkeit hier an meinem Donutschalter vorbeifährt. Ja. Beeil dich mal, bevor es dunkel wird. Jockey, hast du einen Donut? Eine ganze Familienpackung sogar. Schmeiß mal rüber. Ja, scheiße, Fenster war zu. fährt regulär. Gut.
Die erste Straßensperre darf gerne sagen, wenn ich vorbei ist. Einheit 756 meldet ein grauer Audi A8 zu schnell auf dem Highway Richtung Surfers Paradise. Sind wir nicht die erste Sperre, Andi? Nee, wir sind die zweite. Einheit bestätigt. Ah, verdammt. Schon vorbei. Gut. Ja! Ja! Oh! Halte ihn! Oh, das war der Falsche. Das war ich, aber egal. Ich mich da wieder raus. Fährt noch! Ja, gut, ich würde sagen, hat direkt funktioniert. So machen wir das jetzt in Zukunft immer. Ja, gut, weil es so gut funktioniert hat, würde ich sagen, tauscht einfach mal Murmel und ich die Rollen. Kriegen wir das hin. Und ja, dann machen wir nochmal Cut und dann gibt es nochmal eine finale Ausgabe und dann probiere ich das nochmal als Raser, genauso wie wir das jetzt geplant haben. Die Polizei kann ja von mir bei denselben Sperren bleiben, ist ja jetzt egal, oder die zwei können sich umstellen, die anderen weiß ich gar nicht genau, wo sie stehen. Genau, das machen wir jetzt aber schnell, nochmal kurzer Cut, bis gleich. So, jetzt aber, finaler Durchgang. Jetzt mache ich mal kurz den Raser, probiere das einfach nochmal aus. Ja. Gucken wir mal, ob es so besser ist. Ja? Ich würde jetzt einfach auch mal sagen, ich sah gar nicht an, wann ich losfahre, weil die Corvette muss ja einfach halt aufpassen. Ja? Ganz einfach. Jetzt fährt Rayard der Corvette vorbei und checkt das nicht. Ja, wär ja lustig, ja. Wäre aber auch ein Gag. So. Donut-Lieferant ist übrigens schon bestellt, der kommt dann und da sind Schlaftabletten drin und ne, so. Und, ne, und Ray fährt ein Vortrazier. Das Polizeibestechung ist unfair. Ja, wenn es funktioniert, ne? Wenn ein Donut-Lieferant steht, lass ich könnte, ich eigentlich wäre es geil, wenn ihr die Minimap nicht hättet und auch dieses Ding-Overlay, dass ich einfach so mega langsam im Verkehr mitschwimme, das gar nicht auffällt. Tarnkappe und danach Gas geben. Das wäre halt auch richtig geil. Dann müssen die Chargers aber verfolgen dürfen. Ach was, das geht schon. So. Also ich bin schon auf jeden Fall an ihm vorbei und er hat es nicht gemerkt, finde ich gut. Oh nein! Da kommt eine rote Straße vorbei auf der Gegenfahrbahn. Rüber, rüber, rüber. Achso. Mensch, da war ja was. Gegenfahrbahn. Ich habe ja heute Dienst. Ja. Donutpause vorbei. Ich dachte gerade, ich kann schön Herrenlektüre durchschauen. Da kommt er. Andi hat. Fährt außen rüber, fährt außen rum, übers Gras, übers Gras, übers Gras. Wer hat's gedacht? Alter, das ist ein bisschen sehr weit away. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass ihr da steht. Und dann haben wir gedacht, ich wasch mal den Ferrari, da wird's mal wieder Zeit. Wait, das ist doch ein bisschen sehr weit. Warum? Ich darf hier ausweichen und bei einer Brücke kann ich ja nicht anders. Ah, genug Platz zum Ausweichen. Auf dem siebten Gang hat die kaum noch Vortrieb, hey. Chucky, wenn er auf deiner Seite ausweicht, blutet die Bäume. Wo fährst du hin? Wir müssen noch eine zweite aufbauen. Er fährt immer noch Richtung so auf der Gegenverkehr und da ist ein Auto von mir gespawnt. Voll. Nee, das ist weiter hoch. Gut, dürfte jetzt nicht langsam zur Warte, Platz machen, Platz machen, Platz machen. Hey, ein bisschen weiter. Mir aus. Welcher Bahn fährt er zurück? Das ist eine Straßensperre von mir. Am Gegensatz zu anderen machen wir die aber wieder weg. Aber der Nervenkitzel ist tatsächlich ein bisschen höher, muss ich sagen. Weil man weiß, da hinten ist so eine Corvette und ich denke, wenn man zwei Raser wieder ist und zwei Corvettes da am Start sind, dann können es schon böse werden. Kreisverkehr ist Safe Zone, ne? Weil das ist sonst ein bisschen, da hat man sonst ein bisschen verkackt. Wo lang fährt er rück? Noch ist er im Kreisverkehr und er kommt richtigen Spur entgegen. Auf der richtigen Spur? Ja, er kommt auf der richtigen Fahrbahn wieder Richtung. Ja, das ist der Gelände. Kommunikation, das ist die Frage. Ich werde in der Richtung Outlook auf der richtigen Fahrbahn. Quasi so wie ich und Hobby losgefahren sind. Oh Gott, das trägt sie nur raus, die Corvette. Ersten Gang habe ich schon mal drin. Ich soll konzentrieren, wo könnten die Drecksäcke denn stehen? Straßenrand.
Gut, dass dahinter ein Fahrzeug stand mit Warnblinkanlage. Da wusste man direkt, okay, da ist irgendwas im Busch. Der Passant hat mir jetzt echt geholfen, ey, ohne Scheiß. Ich chill hier gerade so ein bisschen mit wow, Party. Wow, da ist ja der ganze Kraftschwell. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab ihn erwischt. Aber er fährt gut, auf. Aber nicht so richtig, oder? Oh, die Kommentare geblitzt. Mir hat's ordentlich gekracht. Ja, oh, der ist ein bisschen am Arsch. Lenkung ein bisschen, Antriebswelle. Also ich fahre auf jeden Fall keine Topspeed mehr. Also wenn die Corvette jetzt hinten dran wäre, dann... Komm, Moment. Die Corvette hat glaube ich gerade weggehauen oder so. Die Corvette hat schon weg. Aber... Richtig. Die machen wir schon. Ich sehe die ganze Zeit Ray, aber ich komme auch irgendwie nicht ran. Das ist ich sehe dich nicht. Ich baller mir hinterher, ich wurde gerade befördert. Komm. Aufnahme ich ramm ein bisschen die Passanten, dass sie ein bisschen stehen bleiben. Das hier ein bisschen. Komm. Gut. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja. Okay, also einer hat's nicht geschafft, einer hat's geschafft. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen besser wow, so. Wow, da stehen sie ja die ganze. Da stehen ganz. Ja, das habe ich gerade für extra gemacht. Ich habe die extra ein bisschen gerammt. So ein bisschen gestriffen, dass sie stehen bleiben. Ja gut, also wie gesagt, ist noch ein ausbaufähig auf jeden Fall, die Highway Patrol, aber ich denke mal, ist es auf jeden Fall ein Anfang. Und wie schon gesagt, bei der Surfers Paradise, bei der Standard Cops vs. Racer Edition, war es ja am Anfang auch so ein bisschen ausprobieren. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch eine gute Idee, wie man das am besten lösen können, dass es noch ein bisschen spannender wird. Also da gute Ideen, gerne in die Kommentare. Wir werden natürlich auch noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, wie man es noch optimieren können. Aber ich glaube, dass die Corvette von Anfang an den Druck macht von hinten. Das müssen wir schon auf jeden Fall safe machen, weil sonst, ja, ist es ein bisschen, glaube ich, blöd. Gut, ich, ansonsten, hat noch jemand was von euch? Ich glaube, ich werde jetzt zum Charger-Fahrer degradiert. Glaub eher, du wirst jetzt hier zum Crown-Victoria-Fahrer degradiert. Nee. Direkt Donut-Lieferant. Oder das, ja, kannst du im Transit dann kommen. Oder mit dem Reliant, der hat ja auch ein bisschen Ladefläche. Wir kennen den Ray noch ein, das war ein nachträglicher Überfall. So. So, ja egal, wir sind jetzt auf jeden Fall raus, das soll es jetzt mal gewesen sein mit der ersten vorläufigen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, Highway Patrol Edition von Cops vs. Racer. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar andere Editions vor, unter anderem wurde auch mal Dubai Police Edition vorgeschlagen. Das werden wir natürlich auch mal irgendwann machen mit den ganzen Hypercars, ich glaube, das könnte auch richtig cool werden. Und natürlich noch dann auch noch die Ranger Edition ist ja auch noch geplant und die Outback Edition, wobei mehr oder weniger wir ja auch schon im Outback sind. Egal. Ist auch auf jeden Fall noch geplant. Also da haben wir noch auf jeden Fall viele Variationen und viele Cops vs. Racer, wo wir noch ein bisschen ausprobieren müssen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Wir sind raus an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Cops vs. Racer. Ciao! Ciao! Tschüss! 17.